Servus im Minga. Mei, jetzt haben wir uns mal gedacht, wir schauen mal unsere eigene Stadt an. Leider ist der Charme nicht so schön wie jetzt Wien zum Beispiel. Und unsere eigene Landeshauptstadt. Wir wohnen natürlich schon ein Stück weg, aber man kann mal drüber schauen. Wir sind jetzt mit der City Sightseeing Tour unterwegs und schauen uns heute halt die Linie mal an. Wir sind losgefahren am Olympiastadion. Kannst du gut parken. Geht halt mittendrin los, dann die Sightseeing-Tour. Passt schon insgesamt. Wir sehen jetzt hier auch nichts Besonderes. Wir tun halt das, für das Minga bekannt ist. Sehen und gesehen werden. Fertig. Und von so einem Bus aus oben geht das eigentlich ganz gut. Ich nehme euch jetzt mal mit auf den Zeitraffer. Der läuft bei 10-facher Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen seht, wie es da abläuft. Ja, es ist kein Feiertag, es ist ein normaler Werktag und die Kids waren da auch gerade unterwegs mit ihren Warnwesten und alles. Man sieht ja schön, dass die Architektur von Minga sie nicht so gewandelt hat. Also im Vergleich zu Wien ist es natürlich ganz anders, aber die meisten Bauten sind halt nachkriegsmäßig entstanden. 75% der Stadt waren ja vernichtet durch den Bombenhagel. Ich meine, die Münchner hört man nicht jammern, so wie die Dresdner manchmal oder andere. Was halt, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht liegt es am Hauptstadt der Bewegung damals. Ja, und hier sind wir schon am ersten Haltepunkt und wo nehmen wir dann ein Leid auf. Insgesamt ist das ganz praktikabel, diese Busse, diese Art und so, wie es ja in jeder Hauptstadt oder größeren Stadt in Europa gibt. Diese Sightseeing-Touren sind ja immer ähnlich aufgebaut. Kostbillige im Internet kaufen das Ticket oder vor Ort. Und seht ihr diesen Ring da auf der rechten Seite? Wisst ihr, für was der sich anbietet? Ja, darf man jetzt natürlich nicht genauer ins Detail gehen, aber der war natürlich schick. Ja, hier sind wir am Königsplatz, ganz berühmt. Links und rechts fanden die Aufmärsche der Nazis statt. Und wenn das jetzt vergleicht mit der Hofburg oder so, der vorbepflanzte Bereich, ja, ist das schon ziemlich nackig. Dort ist auch das Hauptquartier der NSDAP gewesen. Und wir sind auch gerade am Obelisken vorbeigefahren. Den könnt ihr später nochmal in der Fotoschau anschauen. Dort geht es darum, dass der Krieg gegen Russland von 1850, warte, ich google es mal nach. 1812 war es, ja, Napoleons Feldzug gegen Russland. Ich habe mir jetzt gedacht, wir haben da nochmal extra was angeleiert, weil wir waren echt zu blöd, sind mit Napoleon marschiert. Aber klar, natürlich, dass Bayern ein Königreich wird, muss man erstmal Genehmigung der Franzacken haben. Ja. Ziemlich traurig gesagt, das Ganze. Aber es soll so klaffen. Ja, die Viertel hier und auch die Kirchen, seht ihr ja, vom strukturellen Bau her ist das ja ganz schön. Da drüben haben wir eine neugotische Kirche. Also zumindest mein Sohn sagt das. Ich weiß jetzt nicht, ob neugotisch, altgotisch, aber es ist nicht so gar so verschnörkelt. Übrigens, das war gerade der Marienplatz und auch das Museumslichtspiel bzw. Glockenspiel dort vor Ort. Also dort laufen pro Stunde 15.000 Leute durch und ja, passt gut. Ja, wir kommen hier jetzt noch an alle Sehenswürdigkeiten vorbei, wie Landtag oder auch vom Ministerpräsidenten, sei Staatskanzlei. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Sehenswürdigkeit ist, aber gut. Immer wenn ich das mit Wien vergleiche, dann muss ich schon sagen, also sind die deutschen Gebäude schon deutlich repräsentativer. Ja. So das eine oder andere. Natürlich die Waschmaschine in Berlin ist jetzt nicht so jedermanns Fall, aber ich finde es ganz okay grundsätzlich. Ja, hier wird über einen Fahrradstreifen auch abkürzt mal. Passt schon. Diese ganzen Nationalbibliotheken oder auch die große Uni, die wir dort haben, mit 17.000 Studenten, das ist schon heftig, was da an Leid durchlaufen. Ja, wunderschön hier. Und das war jetzt der Landtag, war das hier, was wir gerade passiert haben. Leider kommt man nicht am Friedensengel vorbei wegen Straßensperrungen. Und ansonsten ist ganz schön doch insgesamt. Ja, im weiteren Video sehen wir noch ein bisschen was von der BMW-Welt. Da waren wir auch noch kurz drin. Ein bisschen Stadtrundfahrt, ein bisschen bummeln, ein bisschen schauen. Nur in den Nike-Store haben wir es leider nicht mehr geschafft. Dafür werde ich aber die nächsten Tage nochmal bluten müssen wahrscheinlich.
Ja, ansonsten ist auch noch eine kleine Fotoshow drin, so ein bisschen aufgepeppt. Da seht ihr so ein paar Hotspots. Leider hat man halt wie in jeder Großstadt diese Elektrifizierung mit Straßenbahnen, was dann das Stadtbild schon verschandelt. Und diese ganzen Werbeplakate und Werbung außen angebracht an der Fassade. Es macht so eine Stadt einfach furchtbar und geringlebig. Ja, Schwabing habe ich jetzt nicht dabei. Wollte ich auch gleich noch sagen, weil ja, da konnte ich nicht vorne sitzen und wenn dann muss man es vorne filmen. Ja, deswegen also für euch nur eben eine halbe Sache. Ansonsten, nö, ist nichts mehr im Petto. Spiel ich Musik ab. Viel Spaß, Servus. Auf der BAB3 von Hamburg nach München ist weit und ich schlaf schon fast ein. Drum fahr ich auf den Rastplatz, ich brauch jetzt einen starken Kaffee und ich lieg grad wieder fahren, wo ich da sieg ist an der Tankstelle steh. Sie schaut so verloren aus, drum sag ich zu ihr, steig doch ein. Ich fahr bis nach München und der Platz neben mir ist noch frei. Sie sagt, sie war in Frankfurt, Frankfurt ist okay. Yeah, yeah. Doch jetzt, wo ist wieder vor, noch ungefähr 16 Jahre. Sie hat so traurige Augen und schulterlange strohblonde Ohren. Aus den Teenager-Träumen vom ganz großen Glück ist nichts geworden. Und irgendwo unterwegs hat's wahrscheinlich ihr Lächeln verloren. Fahr mit ihr schweigend durch Nacht und schalt's Radio ein. Mit 180 im Schnitt wird's mal bald schon in Ingolstadt sein. Doch kurz hinter Nürnberg im Nebel ist plötzlich passiert. Ja, ich hab fast nichts gesehen und hab einfach früh und spät reagiert. Ja, sie wollt wieder hoch. Ja, sie wollt wieder hoch. Ja, sie wollt so gern wieder hoch. Noch FFB. Sie wollt so gern wieder hoch. Noch we'll be right back.
Wandert durch den englischen Garten, sitzt high auf dem Monopteros. Ich kauf mir ein Mass am chinesischen Turm und flanier mit dir auf der Leopoldstraße. Ich schlürf ein Eiskaffee im Rialto und schau die jungen Hosen nach. Ich glaub, mein Chef muss heut auf mich verzichten. Ja, ich lieg viel lieber mit dir im Gras. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Ich renn zur Gaudi durch den Brunner am Stachus. Geh durch die Fußgängerzone, batschnass. Ich schau mir japanische Touristen an, beim Glockenspiel auf dem Marienplatz. Ich fahr zum Bahn mit dem Radl an die Isar, lieg auf die Kieselsteine am Strand. Ich sitz im Biergarten draußen in der Waldwirtschaft und lösch mit der Mass mein Sonnenbrand. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer, Sommer in der Stadt. Ich renn nackert durch den englischen Garten. High auf dem Monopteros. Ich glaub, mein Chef muss heut auf mich verzichten. Ja, ich lieg viel lieber mit dir im Gras. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt. Es ist wieder Sommer. Ja, ich war schon auf der ganzen Welt, New York. Auf München.